Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder eine weitere Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition. Und dazu war ich wieder in Anführungszeichen fleißig und habe mir wieder ein paar teure Sachen angelacht. Und zwar waren wir im Auktionshaus und im Black Market unterwegs, ich würde sagen, aber wir switchen erstmal auf einen Twink, mit dem ich nochmal zwei Sachen im Auktionshaus geschossen habe. Und zwar den Sturzgurt, das ist ein Item, das aus dem Spiel entfernt wurde. Ich schätze mal auch mit dem Cataclysm Revamp, da wurden ja einige Sachen rausgebastelt, die man in Classic kriegen konnte. Und ich glaube, das müsste auch eins von denen sein. Hierauf habe ich mitgeboten, habe es für 45.500 Gold geschossen, was jetzt für ein removedes Item eigentlich nicht so verkehrt ist. Und das andere, was wir haben, ist das Wendigo-Halsband. Und das ist auch ein Item, das aus dem Spiel entfernt wurde und dementsprechend nur noch im Auktionshaus man quasi kaufen kann, wenn es halt noch irgendwer von der Zeit halt aufbewahrt hat. Na, das hat mich jetzt an 90.000 Gold gekostet, also doch eine ganze Menge an Kohle. Ich würde sagen, die beiden lernen wir jetzt mal. Nummer 1 und Nummer 2. Haben wir wieder zwei Transmogs mehr. Das sind übrigens keine, die ich jetzt in Anführungszeichen brauche für... Ich bin im Überlegen, ja, wir verkaufen es. Mir wird ja, das letzte Mal hat zwar einer gemeint hier, wie kann ich nur Sachen verkaufen, die nicht mehr im Spiel erhältlich sind, aber das Transmog habe ich ja jetzt gelernt. Also, und da irgendwelche grünen Level, keine Ahnung, 20 Items im Inventar rumliegen zu haben, bringt ja auch nichts. Gut, die beiden haben wir eingetütet. Das waren zusammen jetzt doch einiges an Gold. Ich hab mal das Endergebnis, glaube ich, zusammengerechnet. Hier haben wir 91 und hier haben wir 45.000. Also schon mal gut über 100.000. Und jetzt kommen wir aber zu den wirklich teuren Items. Und zwar, ich war im Black Market ein bisschen unterwegs. Und im Black Market, habe ich mir erstmal ein T3-Teil geholt. Also T3, wer das nicht weiß, es gab ja das alte Naxxramas. Also sprich nicht das Naxxramas, das man in Nordend hat, sondern es gab zu Classic Naxxramas als letzten Tier-Content. Und das war das T3. Und ja, der Raid lief eigentlich nicht sonderlich lang, weil dann schon relativ zeitnah danach Burning Crusade kam und nicht sonderlich viele Gilden haben ihn geradet. Ich damals auch nicht, ich habe zwar gespielt, aber ich war weit entfernt davon, in Naxxramas unterwegs zu sein. Da gab es auch ein Tierset, das ähnlich aussieht zu dem Tierset, was dann im Nordend Naxxramas nochmal eingeführt wurde, aber ein bisschen von der Farbvariation ein bisschen anders ist. Das kann man nur noch über das Black Market holen, denn ich glaube, als dann Nordend rauskam, war das Naxxramas in Classic weg. Genauso war das. Also heißt, konnte man das dann nicht mehr bekommen. Und ich habe mir jetzt das erste Teil gekauft. Das gibt es im Black Market. Wer das nicht weiß, ich kann euch das mal zeigen. Ich habe da ja schon einige Videos zum gemacht, wie das Black Market funktioniert. Und hier die Schuhe habe ich geschossen für 126.000 auf Antonidas. Man muss da sagen, für einen T3-Teil ist es vollkommen okay. Ja? Vor allem auf einem Server, der relativ voll ist. Antonidas ist ein relativ voller Server. Ist es ein okayer Preis, würde ich sagen. Genau, also hier haben wir ein Black Market, hier sind auch gerade ein paar Sachen drin. Heute ist übrigens die Illusion auch drin. Da bin ich am Überlegen, vielleicht hole ich mir die noch. Mal gucken, 100.000, naja, ist halt auch wieder ein Haufen Gold. Genau, das ist das eine. Hat mich 126.000 gekostet. Und dann habe ich mir noch was gekauft, was ein bisschen, im Preis ein bisschen zu sehr hochgegangen ist. Ich habe dann immer weiter drauf geboten, ohne so wirklich zu gucken, wie viel ich da jetzt raushaue. Ich bin so halb am bereuen, ich habe mir das Hemd hier gekauft, episches violettes Hemd. Und das habe ich mir für 722.000 gekauft. Eigentlich wollte ich bei 500.000 aufhören, aber ich habe dann, dachte mir, komm, jetzt bin ich nochmal drauf, wie ist es nochmal drauf. Und irgendwann waren wir dann bei 700.000 und das kann man anziehen. Und das hat auch einen Effekt, das ist nämlich so ein TCG-Ding, also das kann man aktivieren. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht gemacht. Ja, dann tut man halt so ein bisschen seine Muskeln spielen lassen. Also ist jetzt ehrlich gesagt nichts Besonderes. Aber das ist halt ein Hemd, das man, glaube ich, über TCG bekommen kann. Also über das Kartenspiel. Und unter anderem kann man es halt auch im Black Market kriegen. Da ist dieses Hemd. Genau, und jetzt können wir nochmal das Ding einsetzen. Also, was Spezielles ist es jetzt nicht, aber es ist wieder ein sehr, sehr seltenes Transmog-Item, was ich damit mehr habe. Und ja, bei den Hemden sieht es ja bei mir eh sehr gut aus. Jetzt müssen wir mal reinschauen. Vorlagen, Hemden.
Also ich habe, ach da oben sieht man es auch, ich habe alle Hemden, die man so im Spiel kriegen kann. Ich habe mir ja vor einer Weile auch mal das Deckmatrosenhemd für einiges an Gold geholt. Jetzt das hier. Es gibt, glaube ich, noch ein zweites Hemd, was es im Black Market geben würde. Und es gibt auch noch ein paar Wappenröcke. Da schaue ich auch noch jetzt die nächsten Tage so ein bisschen, okay, kann ich die irgendwo kriegen? Und ja, das T3-Set versuche ich auch zu komplettisieren. Mal gucken, ob das klappt. Und ja, das war es eigentlich soweit mit den Sachen, die ich bekommen habe. Ich habe jetzt mal zusammengerechnet, was mir diese Woche ausgegeben. Ach, habe ich es schon wieder zugemacht. Es waren, glaube ich, knappe 900.000 Gold. Wir können es jetzt auch nochmal so kurz machen. Also wir hatten. Achso, ich habe die Dinger verkauft. Ne? Das war jetzt ein bisschen dumm. Warte mal. Ich habe es mir vorher schon zusammengerechnet, aber ich habe es anscheinend wieder zugemacht. Also wir hatten hier 91k gezahlt. 91 plus 45 haben wir 136 und dann hatten wir die Schuhe mit 126, 126, so und dann quasi hier noch 700, halt, wo war das Hemd? Ah, hier ist das Hemd, plus 722 sind wir bei 984.000. Also ich habe etwa 1 Million ausgegeben in der Woche, was sehr viel ist. Wie gesagt, fürs Hemd habe ich wahrscheinlich, das hätte ich wahrscheinlich billiger haben können, wenn ich länger gewartet hätte. Aber das auf dem Main zu haben, ist auch nicht so schlecht. Das lasse ich es einfach mal an. Ist ein nettes Ding. Haben bestimmt nicht sonderlich viele Leute. Und ja, damit wären wir am Ende vom Video angelangt. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, in der Woche schaue ich mal, was mich dann wieder so ein bisschen aus dem Aha bzw. Black Market rausziehen kann. Da können wir uns dann gern wieder sehen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.